6 Niederlagen in Folge waren genug. Und so hat das lange Warten gestern ein Ende. Und das ausgerechnet im selbsternannten Spiel der letzten Chance. Wir sind noch voll dabei. Ich glaube dran, die Mannschaft glaubt dran. Und warum sollen wir es nicht schaffen? Ich sage selten, aber zu dem Zeitpunkt bin ich heute sehr stolz auf die Jungs. Und das zu Recht, denn der SKN zeigt beim überhaupt ersten Bundesligasieg gegen den WAC eine ansprechende Leistung, beweist aber in Hälfte 1, warum es mit dem Toreschießen in dieser Saison eben doch schwer fällt. Begünstigt durch leichte Fehler der passiv agierenden Kärntner, erspielen sich die Niederösterreicher gute Chancen. Filip Maliček segelt am Ball vorbei und lässt den Stresspegel bei seinem Trainer steigen, was sich im weiteren Verlauf des Spiels aber bessern sollte. Das Wichtigste war, glaube ich, dass die Mannschaft gezeigt hat, dass sie einen gewissen Druck standhalten kann. Es war für uns heute so ja, ein wichtiges Spiel, um einfach nochmal ja, zu zeigen, dass wir auch noch da sind, dass wir noch nicht ganz so zum Abschreiben sind, wie es vielleicht alle denken. Auch weil es der WAC verabsäumt, die St. Pöltener endgültig auf dem letzten Platz einzuzementieren. Dieser Kopfball von Solbauer kurz vor der Pause ist noch die beste Möglichkeit für die Heimischen, die über weite Strecken ideenlos und umständlich spielen. Sinnbildlich ist der Zusammenstoß von Tormann Alexander Kofler. Die Wolfsberger holen sich wieder einmal eine blutige Nase. Momentan schaut das alles sehr unlocker und verunsichert aus. Ich verstehe es nicht, aber wir werden schon die richtigen Maßnahmen setzen, dass die Spieler wieder das Vertrauen in sich selber kriegen. Zumindest die Beweglichkeit ist bei manchen noch in Ordnung. Weniger Bewegung herrscht allerdings auf den Tribünen. 1900 Zuschauer bedeuten Saison-Minus-Rekord bei Minustemperaturen. Und die Besucher sehen nur wenig Herzerwärmendes von ihrem WAC, der im gegnerischen Strafraum harmlos bleibt. Und so gehen die auswärts bis dahin sieglosen Gäste in der 60. Minute mit 1:0 in Führung. Ex-Rapidler Aaron Kelesch erzielt sein erstes Tor im Dress der St. Pöltner, wenn auch mit großer Hilfe. Ja, ich habe ihn nicht richtig getroffen, aber es hat gereicht, sozusagen. Es reicht vor allem, weil WAC-Tormann Alexander Kofler nicht das tut, was er tun sollte. Da ist man noch vorweg und die wollten halt beim Nachgreifen fangen und nicht richtig erwischt und dann immer mehr nachgreifen und ist immer mehr Richtung Tor gegangen und dann habe ich mich selbst reingehaut und schaut natürlich sehr unglücklich aus, nicht mehr auf meine Koppen. Des einen Leid, des anderen freut. Der Trainer glaubt dann an seine Mannschaft. Der Trainer glaubt, dass seine Mannschaft immer wieder aufgestanden ist nach all den Rückschlägen. Und der Trainer weiß aber auch, dass wir 10 Punkte Rückstand haben und das eine Menge Holz ist und normalerweise nicht mehr aufzuholen ist. Doch der WAC befindet sich in einem Formtief, bleibt auch das 9. Heimspiel in Folge ohne Sieg. Noch ist der Vorsprung aber komfortabel. Ob jetzt St. Pölten 10 Punkte hinter uns ist oder 13, ist mir jetzt auch wurscht. Dass der SKN im 31. Auswärtsspiel in Folge erstmals zu Null spielt, gibt aber neue Hoffnung für die Abgeschriebenen. Und St. Pölten lebt noch. Ja, wir leben noch.